Mom? Ich komme. Mom! Du hast das vergessen. Ist das wirklich notwendig? So eine Entscheidung will doch eigentlich gut überlegt sein. Ja, das ist sie. Wir haben auch gar keine andere Wahl, Clara. Okay. Wenn ich früher fertig bin, hole ich dich ab. Ach was, ich nehme den Bus, kein Problem. Ich schaff das. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Na, wie geht's dir? Weiß noch nicht. Ich frag mich, wer das alles zahlt. Wir haben das Haus beliehen. Ich hab's geahnt. Du hast mich gerettet, das war ein Fehler. Wieso hast du mich gerettet? Wir alle drei wollten das so. Und werdet ihr alle drei dann auch auf der Straße wohnen? 18 Jahre lang haben deine Mutter und ich immer alle Raten gezahlt. Und jetzt ist alles zum Teufel. Red keinen Unsinn, Dad. Ich werde wegfahren. Also ist das der Brief, auf den du gewartet hast? Ja, das ist er. Und was steht drin? Das brauchst du nicht zu wissen. Aber wenn ich wieder zurückkomme, dann mit so viel Geld, dass du mich wieder liebst. Wurde, da habe ich ein kleines Kätzchen bekommen und das war so süß, das habe ich jeden Abend mit ins Bett genommen. Ich möchte ein kleines süßes Lamm kriegen. Das nehme ich dann auch immer mit ins Bett. Menschen nehmen Schafe nicht mit in ihre Wohnung. Ich aber schon. Hast du Mom nicht zugehört? Wir nehmen Schafe nicht mit in die Wohnung und schon gar nicht mit in unser Bett. Mein kleines Lamm hat ein weißes Fell und ein paar schwarze Ohren. Warum denn schwarze Ohren? Weil ich es dann nicht mit den anderen Schafen verwechseln kann. Denn nur mein Schaf hat schwarze Ohren. Ist ja sehr schlau von dir. Danke, Mom.
Das sind 2 Millionen Dollar, Jasper. Und ich bekomme 3 Millionen in 3 Tagen zurück. Du hast gesagt 2,5. Einverstanden. Willst du nachzählen? Ich muss Ihnen leider sagen, dass er noch eine Operation benötigen wird. Es ist zwar unangenehm, aber Komplikationen sind bei Verletzungen dieser Art nichts Ungewöhnliches. Und wie viel wird diese Operation dann kosten? Die Kosten werden ungefähr denselben Umfang wie die erste haben. Okay. Ich danke Ihnen, Doktor. Geht's bei dem Job? Um Drogen? Nein, überhaupt nicht. Weißt du, ich bin pleite und lebe auf der Straße. Ich hab nicht vergessen, dass du mir geholfen hast, als ich in Schwierigkeiten war. Wenn die Sache so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann helfe ich dir ganz bestimmt. Das verspreche ich. Und wie lange wird das ungefähr dauern? Einen Tag. Ich fasse es nicht. So viel Geld an einem Tag? Aber ich brauche Glück. Letztes Mal hattest du Glück, stimmt's? Ja, aber ob's diesmal auch klappt, das weiß ich nicht. Wenn ich Glück habe, dann kriegst du auch was davon ab, versprochen. Und Sie wohnen noch in der 135 Kissam Avenue in Talbot, Ohio? Ja. Okay, die Angaben reichen. Wenn noch was ist, melden wir uns. Vielen Dank.
Ja? Ich möchte eine Sendung abholen für William Harrison. Ihren Ausweis bitte. Na klar. $500 sind fürs Hotel. Schalten Sie dieses Handy ein, wenn Sie in New York sind. Werfen Sie Ihr eigenes weg. Es war eine Zugfahrkarte nach New York und ein Abholschein von CPS. Ein Einschreiben. Wir wissen, was in dem gestreiften Umschlag war. Wir hatten vor Ihrem Mann schon da reingesehen. Ja, und? Da war kein Abholschein drin. Das ist das Problem. Das müssen Sie selber lösen. Ich habe zurzeit genug eigene. Na schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, da ist es, Harrison. Es wurde abgeholt von einem Vincent Farrow. Ja, er war's. Und was sagst du? Wie sehe ich aus? Du siehst sehr schick aus. Die werden dich nehmen. Hallo? Mr. Harrison? Ja. Gehen Sie morgen Mittag in die Postshop-Filiale an der Grand Central Station. Eine Sekunde. 39. Straße West, Haus Nummer 200. Ja, okay. Der Schlüssel, den Sie mit dem Handy erhalten haben, ist für Fach Nummer 253. Darin finden Sie noch eine Zugfahrkarte und weitere Anweisungen. Die Fahrkarte gilt bis Macomb. Aber Sie steigen eine Station vor Macomb aus. Eine Station vorher. Fahrkarte bitte. Er fährt bis nach Macomb. Und wann kommen wir da an? Ankunft um 15:10 Uhr.
Ich sonst noch was für Sie tun? Nein, danke. Das macht dann $77. Der Rest ist für Sie. Super, danke. Das Telefon. Dann steig ein. Ich habe ihn hierher gefahren. Er hat bezahlt, ist ausgestiegen und das war's. Ist Ihnen hier irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein. Welche Nummer ist der? 13. Stell dich auf die Mitte des Teppichs. Zieh deine Sachen aus. Den Rest auch ausziehen. Zieh dich wieder an. Setz dich.
Wer ist das? Kann ich Ihnen das bitte erklären? Ich weiß, halt dass die Schnauze! Hol Jack her. Sie fragen sich wahrscheinlich, wieso ich gekommen bin. Sei still! Was ist denn los? Wer ist das? Wieso? Ich habe den an dieser Kreuzung abgeholt. Ich hatte jemand anderen erwartet. Er hatte die richtige Nummer. Harrison ist tot. Was redest du für einen Scheiß? Eine Überdosis Heroin. Und was für ein Arschloch bist du? Ich bin Elektriker. Ich habe sein Haus neu verkabelt. Hat er dir hiervon erzählt? Ich habe ihn nur davon sprechen hören. Dass irgendein Brief kommt und es um eine ganze Menge Geld geht. Als er tot war, habe ich dann die Instruktionen gelesen. Weißt du, was hier gemacht wird? Nein. Ich weiß gar nichts. Kommst du mal mit? Denkst du, er ist beschattet worden? Wäre es besser, jetzt noch auszusteigen? Wenn wir verschwinden und die Bullen tauchen hier auf, denken doch die anderen, wir hätten gesungen. Dann sind wir so gut wie tot. Wo willst du hin? Ich will Ihnen noch was sagen. Entschuldigen Sie, Gentlemen. Wenn Sie ein Problem mit mir hier kriegen, dann sollte ich wieder gehen. Ich gehe einfach. Es ist zu spät. Wo sind Sie? Sie sind da drin. Ist euer Mann hier? Ja, er ist hier. Es ist alles in Ordnung. Wir fangen in einer halben Stunde an. Wir kommen gleich runter. Was ist, wenn ich hier weg möchte? Du musst jetzt leider teilnehmen. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber... Das wirst du gleich sehen. 600.000 auf. Nummer 13. Viel Glück. Wir beginnen gleich mit der ersten Runde. Hier, trink noch mal einen Schluck. Unser Sicherheitspersonal wird nun die Patronen verteilen. Eine Patrone für jeden Spieler. Hans, wir alle werden nur einmal geboren. Und wir alle sterben nur einmal. Du musst das als philosophisches Spiel betrachten. Du bist der Nachfahre des großen Schopenhauer. Ja,
alle Bietern nun Platz zu machen. Bitte, meine Herren, treten Sie zurück! Zurücktreten! Danke, meine Herren! Hier, Boss. Können Sie sich setzen. Spieler! Ladet eure Patrone in die Revolvertrommel! Was ist los, 13? Haben Sie ein Problem, Nummer 13? Vorsicht! Nein, nein! Niemand betritt den Ring! Ich fordere Sie auf, den Ring sofort zu verlassen! Er kann seine Waffe nicht richtig laden. Gib her. Pass gut auf. So machst du sie auf. Patrone. Das reicht! Gehen Sie weg! Geht auf eure Plätze! Hebt eure Waffe hoch über euren Kopf! Höher! Die Trommel rotieren lassen! Weiter, weiter, immer weiter! Stopp! Zielen! Jetzt den Hahn spannen! Nummer 13, nicht umdrehen! Spieler, richtet eure Augen auf die Lampe! Wenn die Lampe aufleuchtet, schießt ihr! Schießt, werden wir es tun! Was machst du für einen Scheiß? Drück ab! Los, drück ab! Schieß! Schieß, du Arsch! Wird's bald! Ich werde jetzt bis 13! Schieß endlich! Drück ab! Zwei! Ja! Verlasst den Ring sofort! Auf der Stelle! Nächstes Mal machst du hoffentlich nicht so einen Aufstand. Hey, wie viel zahlen die dir, damit du auf meinen Arsch aufpasst? Was ist denn das für eine Scheißfrage? Ich gebe dir 50 Mal mehr, als die dir geben, wenn du meinen Arsch von hier verschwinden lässt. Wenn du so viel Geld hast, warum bist du dann überhaupt hier? Denkst du, ich bin freiwillig durch die Tür hereingelatscht? Was ist denn los, Mann?
Schön, Sie wiederzusehen, Chef. Wie geht's denn so? Muss ja echt wichtig sein, wenn du zu so einer frühen Uhrzeit mit mir sprechen willst. Mételo en la caja. Hey, Augenblick mal, was soll denn das? Was macht ihr hier für einen Scheiß? Was ist hier? Holt mich sofort hier raus! Ihr verdammten Schweine! Hey. Nehmt ihm die Fußfesseln ab. Hey, Mister, sind Sie hier der Chef? Dann erzählen Sie mir mal, was der ganze Scheiß hier soll. Hey, Mann, ich war 2,5 Tage in der verdammten Kiste hier eingesperrt. Ich will wissen, warum und was ihr mit mir vorhabt, verdammte Scheiße. Verpasst ihm eine Dusche und neue Sachen, was Frisches. Was wollt ihr denn alle? Fickt euch ins Knie! Was ist mit seinen Sachen? Sehr aufmerksam. Gib sie ihm. Ich kann nichts für dich tun, also. Schlag dir das aus dem Kopf. Das ist unmöglich. Hey, Mann, warte mal. Komm, setz dich wieder. Warte mal. Mein Mann ist draußen. Ich will nun auf Ihren setzen. Gern. Ich nehme 50% insgesamt. Willst du Morphium? Nein. Das nehmen alle. Ich sagte nein! Hey, Sie haben Ihren Mann doch schon verloren. Dieser Flachwichser. Und, haben Sie jetzt auf den richtigen Mann gesetzt? Da kann ich Sie beruhigen, er hat den richtigen gefunden. Ich kenne Ihre Abmachung für die nächste Runde nicht. Aber ich kann Ihnen was Besonderes anbieten. 60-40. 60 für Sie, 40 für mich. Sie müssen mindestens 400.000 setzen. Spieler Nummer 6, er hat die meiste Erfahrung. Sie wissen, was ich meine. Ich kenne Ihren Spieler. Sie haben sein Angebot, nun das von mir. Sie müssen sich nur für eins davon entscheiden. 60-40 ist angenommen. Dann platzieren Sie mal Ihre Wette, Gentlemen. Es würde Ihrem Bruder sehr viel besser gehen, wenn ihn die Angehörigen etwas öfter besuchen würden. Ein Jahr ist ein großer Abstand für ihn in seinem Zustand. Außer mir gibt es keine Angehörigen. Und ich versuche so oft, ich kann herzukommen. Sie müssen darauf achten, dass er jeden Tag seine Medikamente nimmt, sonst wird es gefährlich. Natürlich, Ma'am. Unterschreiben Sie hier und hier, dann können wir Ronald Lynn entlassen. Ihr Bruder ist hier. Er möchte Sie abholen. Kommen Sie mit. Haben die sich nett um dich gekümmert? Ja. Gut. Hast ein neues Auto. Ja, gefällt es dir? Ja. Na los, steig ein. Los, aufstehen, alle Mann! Aufstehen. Bewegt euch! Ja. Los jetzt! Gehen wir! Ich sagte aufstehen! Los, hoch mit dir! Der soll aufstehen! Na, mach schon! Und du... Mach deiner Nummer Beine! Los, alle aufstehen und runtergehen! Na, wird's bald! Aufstehen! 2 Patronen in jedem Revolver! 2 Patronen!
Spieler, ladet die Patronen in die Trommeln. Zwei Patronen. Hör! Die Trommeln rotieren lassen. Weiter! Stopp! Zielen! Jetzt den Hahn spannen! Glotz mir nicht in die Augen, klar? Da hattest du Glück. Die Patron ist in der Schusskammer. Er hat nicht mehr abdrücken können. Sehr gut. Noch so eine Runde und wir haben es geschafft. Hans! Hans! Bring ihn mal nach oben. Ich rufe den Arzt in den Ring. Er kann nicht wieder antreten. Augenblick mal, warten Sie. Ich denke, das ist hier ein ordentliches Spiel und kein Schlachthaus. Mein Spieler ist nicht gestorben in der letzten Runde. Er hat es überlebt. Was soll diese Scheiße? Sie kennen die Regeln, Mr. Taylor. Hans. Hans. Wenn man etwas anfängt, muss man es auch bis zum Ende durchziehen. Niemand hat dich zu dem Spiel gezwungen. Du hast zwei Runden überstanden. Du hältst dich großartig. Du hältst dich großartig. Pass auf. Vor ungefähr 2 Jahren habe ich mit 2 meiner Jungs diesen Geldtransporter in Mexiko geknackt. Die 2 Jungs sind dabei draufgegangen. Den Transporter konnte ich verschwinden lassen. Das Geld habe ich versteckt. Wenn du echt so viel Geld hast, hätten die dich niemals rausgelassen. Du wärst eine Goldmine für die gewesen.
Du glaubst mir nicht, ja? Aber ich habe nicht geredet, klar? Wenn ich's verraten hätte, hätten die mich abgemurkst und sich das Scheißgeld einfach geholt. Die pusten uns beiden das Hirn weg, bevor wir die Eingangstür erreichen. Du hast bessere Chancen, das im Ring zu überstehen. Hast du kein Interesse an einem Haufen Scheißgeld? Tut mir leid, ich kann gar nichts für dich tun. Gib mir mal was zum Schreiben, los. Geschlafen. Ja, ja, ich fühle mich viel besser jetzt. Hast du deine Medizin geschluckt? Nein. Klar. Die Ärztin hat gesagt, du darfst keine Tablette weglassen. Die Furze. Es geht mir ohne diese Pillen endlich richtig gut. Zahl, immer nur scheiß Zahl. Das ist nicht gut. Schlechtes Zeichen. Nein, nein, wir schaffen es diesmal auch. Glaub nicht an so scheiß Zeichen. Wie viel haben wir in den ersten beiden Runden gewonnen? $2.9 million. Wir stehen hinter Spieler Nummer 13. Ich setze diese 2,9 und noch weitere 1,2. Nimm's locker. Lass ihn in Ruhe. Beruhig dich wieder, das bringt nichts. Entspann dich. Er hat schon zwei erschossen. Erschießt er den dritten, gibt's einen Bonus. Das würde mich sehr freuen. Wie viel habe ich gewonnen? 1,1 Millionen. Ich habe alle Informationen, wo ich das Geld vergraben habe, auf dieser Karte hier notiert. Und weißt du wieso? Ich habe einen Sohn, der sitzt gerade im Knast. Ich schätze, der hat ungefähr noch 18 Monate vor sich. Also, wenn ich da irgendwann umfalle und es nicht hier rausschaffe, dann will ich, dass du diesen Zettel hier aus meiner Tasche holst und das Geld ausbuddelst und mit meinem Sohn teilst. Sind wir uns einig? Okay, einverstanden. Nummer 6.
Nummer 3. Nummer 11. Sie können ihn jetzt mitnehmen. Warum ist der Spieler nicht im Ring? Er muss sofort im Ring antreten. Er kommt ja gleich. Er ist gleich da. Die dritte Runde wird jetzt anfangen. Was hat er denn? Er hat nur Durchfall. Nichts Ernstes. Los, schaff ihn da hoch. Los, komm jetzt. Dahin. Geben Sie ihm seine Waffe. Für die dritte Runde wird unser Sicherheitspersonal 3 Patronen an jeden Spieler aushändigen. 3 Patronen! Entschuldigen Sie, Sir. Könnte ich bitte einen Stuhl für meinen Spieler kriegen? Er fühlt sich leider nicht sehr wohl. Er will einen Stuhl für die Nummer 3. Der kann sich kaum aufrecht halten. Dann holt ihm einen Stuhl. Über den Kopf. Die Trommeln rotieren lassen. Weiter. Stopp. Zielen. Jetzt den Harnspann. Die Augen auf die Lampe richten. Gentlemen, es folgt die letzte Runde von unserem Spiel. Das Duell. Auf diesem Tisch da liegen 5 Bälle. 3 davon weiß und 2 davon schwarz. Die Farbe schwarz steht für diejenigen, die sich duellieren werden. Nach vorn treten nun die Bieter für die Nummern 6, 9, 13, 17 und 3.
Ich fordere Sie auf, die Kugeln hoch über dem Kopf auszupacken, damit alle es sehen können. Gentlemen, viel Glück. Scheiße! Gentlemen, Zeit für Ihren Wetteinsatz. Augenblick, warten Sie. Ich nehme keine Angebote unter 85% an. Und keins unter 300.000, ist das klar? Hey, für dich ist das Spiel gelaufen. Du wurdest nicht fürs Duell gezogen. Du meinst, ich kann gehen? Niemand kann gehen, ehe das Spiel vorbei ist. Aber nach dem Duell kannst du dein Geld kassieren und verschwinden. Die wollen mir was bezahlen? Ja. Mr. Garber, ich möchte eine Wette auf Ihren Jungen platzieren. Unser Spieler hat keine Erfahrung. Und das ist in dieser Runde verdammt wichtig. Wie viel wollen Sie dafür nehmen? Ich will 80%. Nein, 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 das ist unangemessen. Das Angebot der beiden Brüder ist nicht viel besser. Und außerdem sind wir als Außenseiter mit 5-1 gesetzt. Ihr Gewinn wäre höher. Die anderen Bieter setzen alle auf die. Ja. In Ordnung. Dann kommen wir ins Geschäft. Den Mann los. Was ist das für eine Scheißaktion? Niemand rührt die Überlebenden an. Niemand, klar? Scheiße. Hey, Kumpel. Hast du das hier gesucht? Das viele Geld, das du in der Hand halten wolltest. Das viele Geld. Das Einzige, was du in der Hand gehalten hättest, Jimmy, wäre dein Schwanz gewesen. Alles klar, Junge? Du hast Pech gehabt, Partner. Was läuft denn da zwischen euch? Weißt du, Mann, ich wollte hier ganz dringend verschwinden. Dann zieh dich an und komm dein Geld holen. Du kannst gehen. Ich wünsch dir alles Gute. Da 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 da. Ich wünsch dir alles Gute. Schwanzlutscher und Wichsersche. Wir haben es fast geschafft, Len. Und wenn es gut ausgeht, Jasper. Dann will ich meinen scheiß Anteil. Na klar. Aber es setzen nicht so viele auf uns. Glaub nicht, dass wir viel Geld damit verdienen. Halt dein beschissenes Maul, du Wichser! Halt dein beschissenes Maul! Denkst du, ich kenne dich nicht?
Mami und Daddy haben dir genug von ihrem Geld hinterlassen, um für mich zu sorgen. Du hast mich in das scheiß Krankenhaus abgeschoben. Das hat mich eine Menge Geld gekostet. Du hast wesentlich mehr mit mir in diesem scheiß Dreckspiel verdient in den letzten Jahren. Und du wirfst das Geld zum Fenster raus. Das ist Schwachsinn. Du kannst dich zum Teufel scheren. Ich werde das nie wieder machen und ich will meinen Anteil. Da an die Wand stellen. An die Wand stellen. Der ist scheiße. Wieso? Der scheiß Abzug hat, ist nicht sauber eingepasst. Dann nimm den hier. Sechs. Eins. Zwei. Drei. Alles in Ordnung? Okay. Spieler, geht in die Mitte des Rings! Hebt eure Waffen über euren Kopf! Die Trommeln rotieren lassen! Stopp! Zielen! Jetzt den Harnspann! Richtet die Augen auf die Lampe! Achtung, Gentlemen, das Duell wird fortgesetzt. Unser Sicherheitspersonal wird eine zusätzliche Patrone in jeden Revolver laden. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vierte Patrone. Spieler, bitte in die Mitte des Rings! Heb
Waffen über euren Kopf. Trommeln rotieren lassen. Weiter. Stopp. Zielen. Jetzt den Harnspann. Wenn die Lampe aufleuchtet, schießt. Gut gemacht, junger Mann. Gut gemacht. Setzen Sie sich. Gratuliere Ihnen. $1.850.000. Ist Ihnen klar, wie viel Glück Sie hatten? Die Nummer 6 hatte die letzten drei Duelle gewonnen. Und, sind Sie zufrieden? Ja. Wenn Sie möchten, können wir Sie irgendwo hinfahren. In welche Richtung? Ist egal. Wir fahren Sie auch zum nächsten Bahnhof, wenn Sie das möchten. Ja. Ich hole meine Sachen, wir treffen uns unten. Möchten Sie einen Drink? Nein, danke.
Ich kann ihn nicht finden. Steig in den Wagen. Das macht dann $38. Dankeschön. Hallo? Ist da Officer Stella? Ja, hier ist Claudio, der Taxifahrer von gestern. Ja. Ich habe gerade den Kerl gesehen, den Sie suchen. Ja, hier am Bahnhof. Hm? Ja, er ist jetzt gerade hier. Der da drüben, das ist er. Er ist auf eurem Bahnsteig. Der da sitzt, das ist er. Blaue Jacke, er sitzt da. Entschuldigen Sie, Sir. Kommen Sie bitte mit uns. Handschellen abnehmen? Ja, bitte abnehmen. Lassen Sie uns allein. Danke. Wo ist das Geld versteckt? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Hinsetzen. Ich sagte hinsetzen. Sie stehen nicht unter Arrest, Vincent. Und wir lassen Sie gehen, wenn Sie mir erzählen, was da draußen passiert ist. Ich bin nicht hingekommen. Verarschen Sie mich nicht. Aber ich sage die Wahrheit. Wieso haben die Sie da abgeholt an der Kreuzung, obwohl Sie nicht Harrison sind? Der Fahrer kannte Harrison nicht. Ich habe ihm das Zeichen gezeigt, als er vorgefahren ist. Was für ein Zeichen? Ein Plättchen aus Kork mit einer Nummer drauf. Wo hat er Sie hingefahren? Irgendwo in den Wald. Was ist da passiert? Als wir ankamen, haben zwei andere Männer da in einem anderen Wagen gewartet. Die haben mich gesehen und ich wusste, dass ich verschissen hatte.
Ich habe ihnen gesagt, dass Harrison tot ist und dass ich statt ihm gekommen bin. Aber das wollten sie nicht. Vielleicht haben sie mir nicht geglaubt, dass er tot ist. Sie wollten mich nicht mitnehmen. Und einer von ihnen hatte eine Waffe. Als er sie ziehen wollte, bin ich weggelaufen. Immer weitergelaufen durch den Wald. Haben die sie verfolgt? Ja, das haben sie und auch auf mich geschossen. Aber ich lief immer weiter. Ich lief so schnell, dass ich irgendwo die Absätze verloren habe. Würden Sie diese Personen auf Bildern identifizieren können? Na klar. Und könnten Sie mich zu diesem Platz im Wald führen? Ich war in Panik. Ich bin stundenlang gelaufen und es war dunkel. Da habe ich es nicht noch geschafft, ein paar Kreuze in die Bäume zu ritzen. Aber wenn Sie da an dieser Kreuzung stehen, fällt Ihnen der Weg doch bestimmt wieder ein. Der Fahrer hatte mir die Augen verbunden. Sie lügen. Ich sage die Wahrheit. Verschwinde mit deinen Stiefeln. Kann ich jetzt gehen? Das macht $22. Mom? Vince? Wie geht's, Dad? Ist bei euch alles in Ordnung? Ja, alles wie immer. Er hat nach dir gefragt. Was ist denn passiert? Ist bei dir alles in Ordnung? Hör mir gut zu, ich habe euch Geld mit der Post geschickt. Und zwar per Einschreiben. Was für Geld? Eine Menge Geld. Wenn du nicht zu Hause bist, dann soll Clara auf die Sendung warten, okay? Was meinst du mit Geld? Von wem denn? Das erkläre ich dir alles später. Sorge nur dafür, dass es jemand in Empfang nimmt. Du klingst so komisch, du machst mir Angst. Hast du Schwierigkeiten? Nein, es ist alles in Ordnung. Du musst nur dafür sorgen, dass jemand morgen zu Hause ist, okay? Vincent, bitte sag mir, was los ist. Ich denke an euch.
18,25. Wie viel kostet das Lambda? Ist nicht zu verkaufen. Auch für 50 Dollar nicht? Für das Lamm? Ja. Schneit. Ja. Fährst du weit? Ich fahre nach Hause. Wo ist das? In Ohio. Ich möchte eine Sendung abholen für William Harrison. Ich muss Ihnen leider sagen, dass er noch eine Operation benötigen wird. So viel Geld in einem Tag. Mein Schwester hat ein weißes Fell und ein paar schwarze Ohren. Du siehst sehr schick aus. Die werden dich